Kitty. Oh, Kitty. Oh, Kitty. Oh, Kitty? Es gibt eine... Es gibt eine Föhre. Siehst du sie? Oh mein Gott. Die ist auf jeden Fall ziemlich camouflagiert. Und damit, hey Leute, wir schauen uns heute Accidental Camouflage an. Das ist ein gutes Subreddit, weil da sind versteckte Dinge. Und versteckte Dinge, die nicht augenscheinlich sofort zu erkennen sind, finde ich persönlich ziemlich witzig. Ich bin nämlich eigentlich auch ein gut aussehender, intelligenter Mann, auch wenn man das nicht meinen würde. Als ob die Katze so entspannt auf dem Rücken liegt. Ich liebe sie. Da müsste ich den Bauch anfassen. Ich könnte nicht dran vorbeigehen. Dude, I lost my earplug. Okay, das ist auf jeden Fall ein geiler Teppich, muss ich sagen. Oh mein Gott, das ist dangerous, muss ich sagen. Das ist auch gut, dass da so ein unauffälliger blauer Kreis drum ist. Ich hätte es sonst nicht gesehen. Ich habe schon Schrauben so verloren. Geldstücke. Die liegen wahrscheinlich alle auf meinem Teppich. Ich habe mein Hund hat die Hausaufgaben gegessen. Das ist eine schlechte Ausrede. Aber ich habe auf meinem Flocati-Teppich meinen Hefter. The way these pants blend in with the floor. Oh mein Gott. Also klein sieht man da ja gar nichts. Ist es Mr. Invisible? Er ist einfach eine Glastür. Er hat gar keine Hose an. Man sieht ihn einfach nicht. Er ist einer von diesen Zauberern. Harry, du bist eine Glastür. Also, kaum zu erkennen ist hier übrigens ein Hund. Es gibt bessere Einträge, es gibt schlechtere Einträge. Aber ist schon lustig. Muss man überlegen. Die haben wir so gezüchtet und trotzdem haben die Camouflage. Also, wenn man nicht mehr weiß, wo der Hund anfängt und das hässliche Kissen aufhört, hast du dir vielleicht nicht unbedingt die schönste Hunderasse zugelegt. Er ist so süß, ich liebe ihn. Komm her, gib mir das mit einen Kuss geben, komm. Ist das so eine Sprungspinne? Die sind ultra süß. Aber ich finde jetzt nicht, dass, also ich meine, das ist ja jetzt auch Makrofotografie. Er wirkt ein wenig größer als in der Realität. Aber was ist das hier? Brot? Lego-Steine unter dem Elektronenmikroskop? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, ich dachte, was ist denn hier so krass? Das ist eine Decke. Naja, wenn du bei Ikea das Set kaufst, ne? Da könnte Harry Potter drunter liegen. Niemand würde es wissen. Er könnte sich unter die Decke... Ne, er ist weg. Verschwunden. Der perfekte Mord könnte so durchgeführt werden. Einmal Decke drüber. Schwarze Katzen sowieso auch immer grundsätzlich ein Fehler. Ihr könnt mir nicht sagen, dass die nicht einfach irgendwie dem Teufel helfen mit so einer Scheiße. Oh, was? Was? Ich sehe... Oh mein Gott. Da ist ein Hüpfi drauf. Flip, bist du's? Krass, nicht mal von oben sieht man den vernünftig. Ey, ich würde meine Schuhe nie wieder draußen stehen lassen, ich bin ganz ehrlich. Irgendwas, was größer ist als eine Mücke und ich habe Angst. Das ist ein Hund. Heute, es wird, glaube ich, eine tierlastige Folge. Tiere sind einfach, die haben einfach direkt Camouflage mit dabei. Ihr könnt mir nicht erzählen, das ist doch absichtlich. Die arme Katze. Die arme Katze denkt, du hast die ganze Familie gehäutet. Oder sie freut sich drüber, aber das ist hilarious. Wer hat denn so eine Überwachungskamera bei sich im Schlafzimmer? Das ist weird, Alter. Das ist weird. I put my socks on my leg. Took me a minute to locate it. Warum ist die Socke wie ihre Hose? Das ist ja der Wahnsinn, Alter. Die Abstände stimmen auch. Das muss man doch. Das ist kein Accident. Das macht man absichtlich. Wow! Wow, Alter, wenn man ganz genau hinguckt, man könnte eine Katze erkennen. Das sind die hässlichsten Fliesen der Welt. Aber eine schöne Katze. Vielleicht scaled das einfach in die Richtung. Je hässlicher die Fliese, desto schöner die Katze. Das ist wirklich, also was sind das für Fliesen? Was für eine Optik wolltest du haben? Erbrochenes auf braunem Schlamm? Schön. Put my seaweed down on my counter and struggled for a second to find it. Oh, ich hab's gefunden! Es sieht genau... Wenn dein Counter aussieht wie Nori-Blätter, dann hast du Verlori, Alter. Das ist... Na, was für eine Optik wollen Sie haben in Ihrer 8000-Euro-Küche? Ja, hätte ich gerne auf meiner Kücheninsel. Schlamm. Alge. Alge, Alge, Alge. Als er das gefunden hat, wurde er aber Knossi-Fan. My HTC-Phone and this bag. Das ist doch niemals im Leben wirklich da drin. Das ist da Photoshop, oder? Das sieht viel zu krass aus. Eine Katze verscale. HTC. Wer von euch hat noch ein HTC-Telefon? Was für ein Telefon hast du? Schreib mal in die Kommentare. Ich habe ein iPhone und ich bin eigentlich noch happy, glaube ich. Ich glaube, ich brauche einfach keins mehr. Ich bin so satt, neue Sachen zu kaufen. I dropped a piece of tape in on the bathroom floor. Oh nein. Ich sag's ja. So verliert man Kleingeld. Da! Oh mein Gott! Aber auch richtig weit an der Kante. Das ist hier ein Final Fantasy 14 Quest, wenn du was suchen musst. Ganz am Rand. Ey, wie hat er das denn getroffen? Das ist Hole in One, das sieht man nicht. Selbst ich weiß, dass es da ist und ich sehe es nicht. Okay, ich sehe es jetzt die ganze Zeit. Ich habe ja angelogen. Das ist gefährlich. Wir haben gedacht, unser Sohn hätte das Bett verlassen.
Okay, fair point. Aber der Sohn hier. Als wärst du einer aus dem Auenland. So, du bist der Boden geworden mit deinen Füßen. Du bist der Duschvorleger. Und ich weiß halt nicht, was ist das für ein Signal? Ist das ein Signal, geile Socken oder geiler Teppich im Badezimmer? Soll mir das sagen, ich soll mir neue Socken kaufen? Weil ich finde das, wenn es zusammenpasst, finde ich es schön. Aber wenn das so ineinander übergeht, ist es echt gruselig. Er ist einfach eine Hantel. Er ist die Hantel. Ich meine, er macht Sport mit sich selbst. Eigengewichttraining. Boah, entweder ist das Mrs. Chunky oder die Decke ist sehr gut mit der Katze verschmolzen. Mrs. Chunky, ich liebe sie. Hä? 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 Wo ist denn der Rest? Ist dein Panoramafoto kaputt gegangen? She's beside the ledge. Nein! Oh mein Gott, das hier ist eine Kante. Ja, wenn du das nicht mit deinem Nokia 3310 aufgenommen hättest, hättest du vielleicht auch irgendwas erkannt. Ich dachte, die arme Frau, Alter, die hat einfach nur noch ein Torso. Mein Hund ist ein Bett. Ah, warum ist das so wholesome? Ich will was zum Lachen haben. Hä? Was ist denn das für ein Teppich? Was ist denn das für eine Aufnahme, Alter? Mit was für einem Weitwinkel hat er das denn? 2 mm Fotografie. Uiuiuiui. Da warbt sich ja die ganze Spiegeldimension um dich rum. Und der arme Hund, der passt da richtig gut rein. Doc. Thor Strange ist das. Ihr habt es hier zuerst gehört, Leute. Ich werde Marvel Writer. Doc in the Woods. Stimmt, man kann gar nicht erkennen, dass er da ist. Was ist das für ein Shit Reddit? Guck mal, wie sie lacht. Und wenn man ganz genau hinguckt, könnte man erahnen, dass dort ein Wellensittich sitzt. Ist das ein Wellensittich? Solche Wellensittiche gibt's doch gar nicht. Was bist du? Bist du etwa ein Imposter? Oreo Cheesecake Cookie. Das ist da. So muss ein Kitchen Counter heißen. Oreo Cheesecake Cookie. Perfekt. Das. Ey, also ich würde mir ein T-Shirt in der Farbe kaufen, wenn sie gelb. Die hat sich geschämt, die hat ein Stück aus ihrer Küche rausgebrochen. Ey, es ist ein Cookie. Ich weiß nicht warum, aber es wäre irgendwie lustig, wenn er solche Schuhe hätte. Und das ist einfach so eine ganze Rolltreppe mit dran. Sides of building, same color as weather. Ich habe irgendwie gerade, mein Hirn hat richtig gesponnen. Das Wetter, der Himmel hat die gleiche Farbe wie das Haus. Ach, Physik, immer wieder auch was zum Lachen. Ich meine, dann wiederum muss ich sagen, bei Tieren, das ist halt deren einziger Job, weil aussehtechnisch ist, nicht gefressen zu werden. Ich meine, die Motte muss das können. Und das macht sie sehr gut, ja. Nein, das Geschenkpapier und dein Tisch, die sehen genau gleich aus. Vielleicht werde dir diesen 10 € Ikea-Tisch gekauft. Ich will nicht haten, ich habe ganz viel von Ikea zu Hause. Aber das ist so eine folierte Presspappe, die wahrscheinlich auch mit diesem Geschenkpapier foliert wurde. Das ist eine optische Illusion, oder? Wenn ich da drauf gucke, dann wird mir ein bisschen schlecht. Oh mein Gott, jemand hat seine Stricknadel verloren. Wenn man was Spitzes verliert, das ist richtig schlimm. Wo ist hier eine Stricknadel? Da. Oh mein Gott. Wenn was Spitzes, wo ist sie hin, Alter? Da. Wenn man was Spitzes verliert und einfach immer diese Angst hat, diese Sorge, dass man sich noch piekt. Wenn man hinguckt, Kowalski, Analyse. Ich sehe da eine Avocado mit Augen. Meinst du, der Vogel geht dann dahin und denkt sich, hey, Friends? Friends und Francines, was geht ab? Wir chillen ein bisschen. Läuft das so mit Vögeln? Also, ich kenne mich mit Vögeln nicht aus. Und was für Flipflops hast du die gekauft? Beton. Excusez-moi! Wo sind seine scheiß Beine? Mein Hirn versteht das trotzdem nicht. Ich meine, Fernbedienung suchen ist sowieso immer schlimm, aber die findet man doch auch ohne Brille. Spätestens, wenn man sich da drauf sitzt. Deswegen ist man ordentlich, weil man Zeit spart, indem man aufräumt. Ich weiß, es ist total unintuitiv, aber glaubt mir, einfach eine Schublade, da kommt immer dasselbe rein. Machst du Schublade aus? Ist er oft drin. Merry Christmas. Das ist interessanter Weihnachtsbaumschmuck. Aber seid ihr auch so, verliert ihr auch andauernd Dinge? Ich habe das Gefühl, ich lebe nur, um zu suchen. Drop the puzzle piece on the puzzle picture while sorting. Und es ist, als ob es genau so dahin fällt. Also erstmal ist es echt ein hässliches Puzzle. You do you, aber das ist krass. Da, wenn du da keine Brille hast, lost. 1, 2, 3. Oh mein Gott, das ist einfach so angewinkelt, dass man das überhaupt nicht sehen kann. Wo ist mein Propeller hin? Also entweder ist das ein durchschnittlicher TikToker oder er hat echt einen weißen Hut auf. Einfach das halbe Hirn weg. Der Frontallappen, den braucht niemand weg damit. Irgendwo hier ist ein Hund. Naja, wir haben ihn ja alle gesehen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wo ist der Hund? Und wenn ihr eh schon da unten seid, hier gibt es noch ein Video. Schaut euch das mal an. Das kann man auch nur finden, wenn man sehr klug ist.